Unklar sind noch die genauen Umstände des Angriffs, der sich in der Nähe der Stadt Goma ereignet. Im Osten Kongos sind mehrere Milizen aktiv, denen es vor allem um die Kontrolle der wertvollen Boden. Laut Angaben aus Diplomatenkreisen sei der Konvoi unter Beschuss geraten, Atanasio sei kurz darauf seinen Verletzungen. An dieser Stelle findest du Inhalte von Drittanbietern, um mit Inhalten von Drittanbietern zu interagieren oder diese darzustellen. Brauchen wir da externen Inhalt aktivieren? Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist gegebenenfalls die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu finden. Die Demokratische Republik Kongo hat mit zahlreichen Konflikten zu kämpfen. Vor allem im Osten des riesigen zentralafrikanischen Landes. Allein im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der UNO mehr als 2000 Zivilisten bei den Kämpfen getötet. Auch interessant für zusätzliche Probleme sorgt ein neuer Ebola-Ausbruch. Nach Angaben der Provinzregierung vom Sonntag sind von 6 Infizierten bereits 4 an der Infektionskrankheit.